Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wien hat im Gespräch. Heute mit meinem Landtagskollegen, dem Jan Schiffers aus Bamberg. Der Jan ist im Ausschuss für Soziales und Arbeit und betreibt vor allem unsere Jugendpolitik und darüber unterhalten wir uns heute. Zum Gespräch Jan Schiffers, mein Kollege aus dem Bayerischen Landtag. Lieber Jan, danke, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst. Gerne. Die letzte Sitzung ist jetzt vorbei. Wie ist so dein Eindruck, was hat sich so in der Jugendpolitik 2020 im Vergleich zu 2019 verändert? Ja, einschneidend waren vor allem natürlich die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. Also gerade im Bereich der Jugendhilfe sind viele Einrichtungen hart betroffen gewesen am Anfang. Was ein Dauerthema war und was auch 2021 wahrscheinlich noch mal stärker kommt, weil ja das Jahr der Bundestagswahl ist, ist diese ewige Debatte, sollen wir das Wahlalter auf 16 Jahre heruntersetzen? Und ich denke, gerade im Zuge der schwarz-grünen Flirt-Aktion, die wir hier erleben, wird da sicherlich Bewegung reinkommen. Stichwort Corona, du hast gerade erwähnt, dass es für die Jugendeinrichtungen ein bisschen schwierig war. Gibt es da jetzt im harten Morgen Besserung? Sind Bayerns Jugendliche noch gut betreut oder haben wir hier massive Lücken? Ja, man muss natürlich differenzieren. Also diese Maßnahmen betreffen natürlich einen Teil der Jugendlichen, die eben Maßnahmen der Jugendhilfe benötigen. Da ist aus meiner Sicht schon noch mit Verschlechterungen hier zu rechnen durch den harten Lockdown. Ansonsten, was man aber auch nicht aus den Augen verlieren darf, ist halt der Jugendliche oder die Jugendliche, die eben ja nicht dieser Maßnahmen bedarf, der Jugendhilfe, also in Anführungszeichen, ohne das jetzt qualitativ zu meinen, normalen Jugendlichen aus normalen Familien, die sind natürlich in vielen Bereichen extreme Einschränkungen unterworfen. Stichwort Sportvereine, dass die Möglichkeiten zum Sport, Musikvereine, geselliges Miteinander, Jugendtreff, alles wegfällt. Ja, alles. Vielleicht einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr. Was können wir uns da erwarten? Corona wird uns weiter dominieren, ist vollkommen klar. Was heißt eigentlich Corona? Die Corona-Maßnahmen der Staatsregierung, um genau zu sein. Genau. Also die Corona-Maßnahmen der Staatsregierung werden weiter in das Leben der Jugendlichen eingreifen. Wo denkst du, dass wir hier ansetzen müssen? Es ist ein Stück weit fast schon ein Kampf gegen Windmühlen. Das ist natürlich auch sehr ermüdend, aber ich denke, wir werden einfach nicht nachlassen, die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen insgesamt zu hinterfragen. Da sind natürlich alle Bürger im Freistaat betroffen, aber ich als jugendpolitischer Sprecher habe natürlich einen Fokus besonders auf den Jugendlichen. Eine zeitliche Prognose ist, denke ich, nicht möglich, aber ich denke, selbst Ostern ist noch nicht gesichert, dass das stattfinden kann, wie wir es eigentlich möchten, wie wir es gewohnt sind. Also von daher ist eigentlich der Hauptansatz nach wie vor, die Maßnahmen hinterfragen. Und auch zweigleisig fahren, also grundsätzliche Fragen zu stellen, aber eben in Detailfragen auch konkrete Verbesserungsvorschläge anzubieten. Alles klar, dann bin ich gespannt, was nächstes Jahr von euch aus dem Ausschuss kommt. Wir arbeiten weiter gegen die Corona-Maßnahmen für die Leute in Bayern. Für den Rechtsstaat. So ist es. Jan, ich wünsche dir frohe Weihnachten und guten Rutsch. Wir sehen uns. Alles klar, mach's gut, vielen Dank.